Das letzte Mal bei Minecraft Together. Mei, macht ja auch viel Spaß und ist auch eine schöne Sache. Schauen nehmen, ne? Ihr seht's schon, wenn man da reingeht. Ich habe das komplette Endportal hier aufgebaut. Von hier aus kommt man genauso ins Ende. Es ist vollkommen egal, wie man reinmacht, man kommt immer ins Ende. Das ist da ein zweites Endportal. Könnt ihr sagen, wenn ihr kein Thema mehr habt. Ich bin themalos. Willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Together Staffel 2 mit dem MRC und mir. Moin. Nicht wundern, der MRC, der zockt was anderes. Auf der PlayStation 3, ihr könnt mich gerne adden, wenn ihr möchtet. Macht es oder ich werde euch alle töten. Tut mir leid, das war jetzt nicht gemein, sorry. Meine Let's Play-ID ist, kann ich durchgeben, MRCLP. Okay. Die andere kann ich notfalls dann bei dir in den Kommentaren drin klatschen für privates Zocken. Ja, wenn du die Parts guckst, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du hast. Dam, dam, dam. Ja, und ich habe noch eine kleine Meldung an zwei gewisse YouTuber. Es geht an dich, Vecrex, und an dich, CBT Hollywood. Da ihr seit der ganzen Weile nicht mehr online gegangen seid und ich nicht mehr mit euch irgendwie jetzt ansprechen kann wegen der Aufnahme, habe ich beschlossen, einfach, jedenfalls wenn ihr es einfach knapp von der Zeit auch einen Livecast-Part ungültig zu machen und dann schiebe ich die anderen durch oder mache mit MSC aufnehmen. Ist mir dann egal, ist dann eigentlich eure Show, wenn ihr nicht online kommt. Ist ja voll komplett angekündigt, dass in Dezember und Januar, dass ich da komme und sage, ja, ihr seid hier dran. Wenn ihr online kommt, ist eure Schuld. Ich meine, MSC, ich habe eine Woche jetzt gewartet, also. MSC? Hört ihr mich doch oder was ist da los? Er weiß, irgendwas stimmt gerade neben ihm. Ich kurz mal sehen. Ach so, er hat den Anruf beendet. Mann, ey! Was macht er für ein Mist? Was macht er nur für ein Mist hier? Echt komisch, was bei ihm gerade abgeht. Okay, meinetwegen, wenn sein Router spinnt. Ja, in seinem Router ist eine Spinne drin übrigens. Und wer es ihr merkt, ich habe heute überlegt, dieses Part Musik aus ein von Videos zu benutzen, die mal auf dem Kanal Sonic MPEZ sind. Und ja, wenn dann der MSC on ist, dann werde ich mit euch mal über MPZ mal reden. Also müssen wir so unsere Meinung mal austauschen und so. Ich meine, hallo, perfektes Thema.
Ja, auf jeden Fall, CP Hollywood, Vecrex, ich könnte jetzt halt euren Livecast-Part einfach wirklich machen. Ihr könnt nur noch beim Finale mitmachen. Und das ist immer, weil ihr wollt ja nicht online kommen. Ist ja nicht meine Schuld, ist der meiner. Du kannst mich nicht dafür verantwortlich machen. Es ist die Schuld von einem Kumpel. Wenn er nicht online kommt, was kann ich dafür, wenn ich eine Woche warte? Und dann kommt er nicht on. Gehört für dich, Samir. Du musst schon online kommen. Okay. Ständig so umschalten ist echt langsam nervig. Was zur perfekten Hölle ist da wieder los? Ich nehme an und... Ja, nö. Was zum Teufel geht hier ab? Was auch immer es ist, ich will es nicht wissen. Was macht der eigentlich? Und was macht die Lava eigentlich? Was macht die Lava eigentlich? Na, Lava. Und was macht der Messi eigentlich? Mist. Scheiß Router-Ding hier, was hier angeschlossen ist. Hat mal kurz den Upload wahrscheinlich auf Null gedreht, wahrscheinlich, und deswegen ist die Verbindung zusammen mir gekackt. Oh, gekackt auch noch, oh Gott. Na, der kann ja auch nicht mehr helfen. Auf jeden Fall. So, die Einzigen, die dir noch. Die Einzigen, die dir noch helfen können, sind Japaner! Ja, genau, die Japaner. Und die Rosttechnik. Wer weiß nicht, Rosttechnik, die beste Technik auf der ganzen weiten Welt. Herr Dr. Timmer, das Spiel, dessen Bonusparts ich erst aufgenommen habe, Mann. Ich wurde genadelt. MSL muss die DC spielen und richtig ragen, das ist lustig. Wisst ihr Leute, ich find's immer unterhaltsam, wenn MSL raged. Da lache ich mich immer so echt K.O. Na, Sonic 2006 muss ich ja als Disc-Version leider kaufen. Sonic Unleashed, die hab's ja jetzt als Download. Die mach ich jetzt weiter runter, ich hab keine Ahnung. Wovon hast du denn überhaupt Ahnung? Keine Ahnung. Und ich fall ins Leere. Die Leere, The Void. Und ich versuche mich gerade hier runter zu boxen. Ich Verrückter. Ich sterbe. Uah! Geh sterben! Ja, so voll nach dem Motto, geh sterben, du und so. So witzig, okay, aber gesagt. Ich spiel mal was anderes. Na, ich hab mir noch eins, noch ein anderes Spiel noch zugekauft zu Sonic Unleashed. Ist offen für Mega Drive, aber nie bei uns erschienen, wirklich. Kennst du Wonder Boy, die Serie? Ah, die Serie? Kenn ich. Für was ist das gekommen? Ne, das ist hier. Das konnte. Hab ich meistens als Fanübersetzung auf den Emulator mal zockt. Also auf Englisch übersetzt. Da hörst du den Soundtrack. Okay. Monster World 4. So heißt es im Japanischen halt. Monster World. Okay. Ist ja, bitte. Sega Vintage Collection. Und wisst ihr, was das erste, die erste Trophäe war? Können Sie ruhig hören hier, deine Zuschauer. Sega-Spiele sind die besten. Wow. Das kriegst du gleich, nachdem das Sega-Logo von einem Spiel eingeblendet wird. Meine Fresse. Richtig krass. Sega! Noch eine Etage, meine Herren. Habt ihr Langeweile? Was denn jetzt ja, schon wieder? 11 Download-Spiele habe ich jetzt für PlayZ3.
Der hat jetzt gerade über das gedacht, was ich hier gerade gesagt habe. Kein Kommentar. Gut, du wirst keinen Kommentar geben, weil wenn du einen Kommentar gibst, dann wird zurück. Und wenn zurück wird, dann lachen sie alle K.O. Dann lachen. Wie sagst du denn immer? Lachen sie sich einen runter. Das hast jetzt du gesagt. Solange sie sich keinen runterholen. Das hast du schon wieder gesagt. Ich glaube, das klingt schon wieder falsch. Noch was. Ich habe einen Kommentar, den werde ich jetzt wahrscheinlich mal einblenden. Der kam von Speggy im Part am 50. Er hat geschrieben, der hat gemeint, wenn ich mir die Parts angucke, habe ich das Gefühl, dass er tatsächlich irgendwas getrunken hat. Hey! Hey! Er wird jetzt endlich mal auf Alkohol zu trinken. Das war er schon, auf Alkohol zu trinken. Ich wollte nur verarschen hier. Ich weiß doch. Du wirst uns alle verarschen. Du. Lasst euch nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Doch, du. Der Mediamarkt ist blöd. Warte mal, das war zwar so logisch. Ich glaube, jetzt habe ich ihm echt ausgenockt. Scheiße. Rollolol. Ich glaube, ich. Oh Mann. Das lasse ich lieber bei meinem scheiß Husten. Na gut, das geht noch. Bei dem armen Jump Gamer geht's nicht gut, deswegen hat er jetzt eigentlich seinen Lifeguard-Spot nicht. Oder gesagt, er kann es aktuell nicht. Aber wir werden bald hören. Bald ist er wieder da. So fit wie ENT. Na, bei mir wird es erst kommen, wenn richtig tiefster Winter ist. Ja. Und auch mein scheiß Hässlein reizhusten. Dann muss ich auch ausfallen. Gezwungenermaßen. Ja. Hast du und deine Zuschauer bestimmt nicht gehört. Nö. Furz. Noch was. Mein Hintern redet mit mir! Nein! Das ist so krank! Und die lacht alle platt! Ach, noch was, MSN, dich! Du guck dir auf jeden Fall Part 69 von Minecraft Together an, wenn's dann online ist. Weil da hat Moniska eine wichtige Nachricht an dich und nein, es hat nichts mit Mobben von Tate zu tun. Der mobbt den, ne? Wirst du gut verstehen. Und du sollst das als ernst gemeint ansehen. Habe ich extra nach der Aufnahme gefragt. Und für alle, die es gesehen haben, ich werde es nochmal wiederholen. Maniska hat mir gesagt, dass er schon seit Ewigkeit aufgehört hat, Tate zu mobben. Auf die Frage, warum MSN nicht dabei ist. Tja, aber spätestens wenn ich wieder da bin, fängt er wieder an. Ne, fängt er nicht an. Er hat gesagt, er hat die Lust dran verloren. Der Grund bist du. Wegen dir hatte die Lust dran verloren. Da lacht er echt sich eine runter. Jetzt hab ich's gesagt. Soll ich mal fies lachen? Ja. Lach. Kannst du lachen wie Eggman, wenn er auf Drogen ist? Oder soll ich wie Wario lachen? Ja, ich werde dich verkaufen an die Studios. Leute, ich werde MSN verkaufen an ein Studio, damit die ihn als Synchronsprecher nutzen können. Na. Er ist der beste Synchronsprecher aller Zeiten. Wario is not buying. Zu Deutsch, Wario ist nicht käuflich. Das sieht auch nicht käuflich aus. Und ja, ich hab das wirklich gesagt. Oh. Ich glaub, mein Japaner singt Karaoke. Hallo Karaoke. Dann fang mal an zu singen. Du weißt, was Karaoke ist.
Ja, sing du gleich mal und mach die Leute wieder verrückt. Aber spätestens dann komme ich wieder mit an die Schmucke. Den Part 54 habt ihr gesehen, das war lustig. Wo ich dann voll so eiskalt. Er singt so übelst. Als du an mich kommt, nicht so eiskalt. Haut das an Licht. Bettet Tim von der Nacht rein. Ich pass doch. Bei Unleashed, da hast du ja doch den Soundtrack beim Demo. Wenn man beim Titelscreen ist. Von Jared Reddick. Endless Possibility. Er merkt sich die Namen, oh mein Gott. MS ist ein Lexikon. Das ist der Interpret, den ich genannt hab. Ja, du weißt das, deswegen. Der Soundtrack, den kriegst du nur in Japan, nennt sich Sonic World Adventure. Original Soundtrack. Nein, Planetary Pieces. Ja. Ich weiß das. Ein Moment, ich muss mich mal rausschalten kurz. Ja, wer weiß, was da los ist. Dom, dom, dom. Dum, dum, dum. Ja. Ja, es sind NPCs, vielleicht einfach so nochmal anzusprechen. Aber ja, ihr könnt MSL kaufen. Für 200 Euro. Überweist ihr an. Aber wir geben ihm mal das Geld. Wir brauchen dringend Kohle. Ich hab's. Schickt das Geld an Mayonesica. Seine Adresse werde ich. Seine Bankdaten werde ich noch bekommen. Ich werde ihm mal anschreiben, dass ich die bekomme. Und dann könnt ihr ihm schön das Geld geben und so kriegt ihr MSA. Bitte nicht missbrauchen. Schreibe ich dann auch so in den Vertrag. Nur um mögliche Probleme zu vermeiden. Und Skype muss auch wieder anschreiben, ne? Natürlich. Natürlich. Und ja, jetzt können wir runter. Oh mein Gott. Etage. Die Etage wollte ich schon immer mal. Die nächste Etage. Einfach so die nächste, unterste Etage von dem Nether. Wir werden jetzt auch eine Weile im Nether bleiben. Weil im Nether ist es geil und wir waren schon lange nicht beim Nether. Deswegen muss man hier gebaut werden. Da bauen sie die Bauer. Ich bin wieder zurück. Ja. Aber wir bauen keine Statue von MSA so nach dem Motto: Ja, wir verehren MSA, MSA ist der Gott im Nether. Warum baust du nicht Yuji? Warum Statue von Yuji Naka? Ja, Mr. Yuji Naka ist alright. Der legendärste Satz dieser Welt. Er ist der legendär. Vater von Sonic. Er ist legendärer als APM. Ne, der ist der Vater von Sonic, wie man so schön sagen würde. Oh, ich dachte, du sagst, der ist der Vater von LPM, dann hätte ich auch echt geraged. Ein Spiel werde ich mir nächste Woche holen. Vielleicht gibt's auch ein kleines LP dazu. Und zwar Fast Racing Neo. Gibt's im eShop seit. Gibt's im eShop bald. Ja, und? Ab morgen. Ich weiß, was er mir sich noch sagt. Soll ich dir sagen, womit das Gameplay ähnlich ist? Das würde so von einigen Fans der originalen Nintendo-Rennspielreihe eine Lücke stopfen. Was ist eine MK8? Das Gameplay ist Nein. Das ist futuristisch. F-Zero? Ja. Ach, stimmt, du bist ja der größte F-Zero-Fan der Welt. Alle anderen sind scheiße. Falcon Punch! In your face, Falcon. Bitch! Falcon! Falcon Knie! Ja. Wisst ihr, was sich MSA diesen Monat auch holen wird? Ihr habt es schon gehört. Er wird sich Minecraft für Wii U holen. Nein. Er hat so viel Geld, er holt sich das Spiel. Vergiss es. Ich hol mir lieber Fallout 4 für den PC! Er hat's immer noch nicht, oh Gott, Leute! Dafür muss ich ihn mal bestrafen, dass er es noch nicht hat. Denn Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Wow, das ist die Lava, wollen wir saufen? Viel Spaß beim Rösten, du Rostbratwurst!
Warte mal, ich kann rosten, oh mein Gott. Ja, der menschliche Körper kann rosten. Oh, mein Gott. Ich ess lieber köstliches asiatisches Sushi. Ja, er ist ein halber Japaner. Er stammt nämlich, er wurde nämlich in Japan geboren und ist nach Deutschland gereist, deswegen. Es gibt solche Fälle. Wisst ihr, was richtig krass ist? Was für ein Effekt für alle, die Fairy Tail kennen. Der japanische Synchronsprecher von Natsu, der ist in Deutschland geboren worden. Der kann Deutsch. Oh! Deswegen wird es teuer werden, wenn man das auf Deutsch synchronisieren will, ihn nach Deutschland zu kriegen. Ich meine, man muss ihn erstmal da rausholen. Und ja. Ich glaube, ich denke mal, das macht ihn nach Logik Spaß in Japan. Wahrscheinlich. Ja. Das Problem ist auch, dass er eine Dauerbesetzung ist. Naja. Denk mal, der ist ja auch da hingezogen. Yep. Dass er da wohnt irgendwo. Er wohnt. Dass er da sein. Bloß er hat dann die Rennerei, was man dann immer macht, wenn man auswandert, dass man erstmal den Wohnsitz erstmal sein Heimatland abmeldet. Den ganzen Kram. Ich denke vor, MSL wohnt in Japan. Naja. Könntest du dir vorstellen? Nicht wirklich, aber wäre interessant. Alter, dann würde man dich nie wiedersehen. Hätte ich einen Grund, Japanisch zu lernen. Ich stell mir so vor, du ziehst nach Japan. Maneska kriegt's raus und Maneska holt sich dann die Augen voll. Und sagt, oh Gott. Hallo, in Japan gibt's auch YouTube. Ich meine, du bist ja nicht mehr da in Deutschland. Du musst nämlich nie mehr auf der Gamescom. Oder naja. Willst du das Geld dann nehmen, auf die Gamescom zu kommen? Ich glaub, das wird zu teuer. Vor allem eine Flugreise. Dann Flug musst du kreieren. Einmal nach Köln, bitte. Muss oh, ich aber, boom. Wenn ich in Köln einreise, muss ich vorher das Geld dann einwechseln. Von Yen in Euro. Ja. Nebenbei, wirst du eigentlich dann da wieder zurückkommen? Ich meine, hallo, du musst bestimmt über den Osten und dann wirst du abgeballert. Dann bist du weg für immer. Na, die habt auch noch andere Flugzeuge, die in eine andere Richtung fliegen, auch wenn es länger dauert. USA. Kannst du New York mal besuchen? Mhm. Mal hinfahren. Vielleicht besuchst du mal seine. Vielleicht kannst du mal seine Paradox-Team besuchen. Scheiße! Oder ich bin ganz krass drauf und gehe da zur Miku Expo, weil die ist ja auch in Amerika. Okay. Nächstes Jahr. Also nein, ich würde sagen, wir beenden den Part. Wir haben jetzt genug aufgenommen. Und ja, ihr könnt euch wieder einen Kommentar wegen da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao, ihr Japan-Verrückten. Also, bis dann, Leute.